Wunderbar, das ist jetzt der 14. und letzte Podcast, JLL-Podcast auf dieser Expo 2021. Und wie gestern schon schließe ich den Tag mit einem Uli. Ja. Heute Uli Steinmetz, Managing Director, Head of European Real Estate Portfolio Management and Retail Clients bei der DWS Grundbesitz GmbH. Länger ging es nicht, Uli, oder? Nee, leider konnten wir das nicht länger machen, aber es gibt ja noch Möglichkeiten in der Zukunft. Schön, dass du da bist. Wir Danke. Haben uns jetzt schon ein paar Monate oder wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wahrscheinlich vor bisschen, 18 Monaten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Guter Aufhänger. Wie waren die zwei Tage Expo für dich und wie hast du einige Menschen getroffen, die du schon so lange nicht mehr gesehen hast? Wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich wiederhole ich mich jetzt auch von dem, was die anderen alle gesagt haben. Aber zunächst du hast mal das letzte Wort hier. Ich habe mich zumindest mal wirklich gefreut, mal wieder wirklich die vielen Freunde eigentlich schon fast, beziehungsweise Geschäftspartner zu treffen, mich mit denen auszutauschen, was ja lange Zeit nicht möglich war oder vielleicht nur am Telefon möglich war. Von daher hat es riesengroßen Spaß gemacht. Auch neue Ideen einfach mal zu diskutieren, beziehungsweise auch Trends zu sehen. Und von daher habe ich mich besonders auf diese Expo Real sehr, sehr gefreut, schon im Vorfeld. Ja, wir haben uns alle gefreut. Neue Ideen und Trends, was gibt es Neues? Eigentlich witzigerweise komme ich jetzt nach den zwei Tagen zu dem Ergebnis Business as usual. Ja? Mhm. Die Trends bleiben die Trends. Residential wird nachgefragt oder Wohnen wird nachgefragt, Logistik wird nachgefragt. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wenn alle danach schauen und wenn alle danach daran interessiert sind, was könnten da Möglichkeiten sein, die man eben daneben vielleicht nochmal nachfragen sollte, gerade auf der Akquisitionsseite, auf der wir ja immer unterwegs sind. Und? Ja, also für uns hängt es natürlich, weil ich ja zuständig bin für die offenen Immobilienpublikumsfonds bei der DWS, hängt es natürlich sicherlich damit zusammen, wie unser Portfolio sich grundsätzlich zusammensetzt und welche Möglichkeiten wir daraus schon erkennen. Und aber ich würde jetzt beispielsweise neben den normalen Themen wie Wohnen, was wir ja sehr stark nachgefragt haben, seit 2018 schon, bis heute, würde ich eben auch durchaus mal wieder in Richtung Büro schauen wollen. Und darüber hinaus ist, finde ich, interessant die Themen Value-Add, Core Plus, also solche Investments, nicht nur pure Investments, die eben Income-Producing oder Mieteinnahmen generieren, sondern eben die Möglichkeit bieten, eben auch die Themen auch für die Zukunft ESG beispielsweise auch zu spielen. Mhm. Ja? Mhm. Und wo? Lage, Lage, Lage. Lage, 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 wie üblich. Aber ich denke mir, für viele ist es nichts Neues, aber trotzdem Lage, Lage, Lage ist sehr, sehr wichtig. Möglicherweise eben auch neue Lagen, die sich jetzt gerade entwickeln, gerade für die neuen, junge Generation. Aber ich denke, von Lage, Lage, Lage kommen wir nicht weg. Öffentliche Verkehrsanbindung ist ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Thema, gerade in den Großstädten. Und die Einfachheit, wirklich die Büros oder die, die Gebäude dann auch wirklich dorthin zu kommen. Welche neuen Lagen fragen denn die jungen Menschen an? Ich glaube, es ist zunächst einmal, was für Möglichkeiten auch die Umgebung bietet. Ja? Ich glaube, der Trend geht grundsätzlich dahin, größere Flexibilität zu zeigen, auch in der Arbeitszeit. Die junge Generation fragt nach Flexibilität, fragt nach Möglichkeiten, vielleicht auch mal mittags mit der Arbeit zu beginnen und nicht wie üblich eben, wie wir das kennen, morgens um 8 Uhr zu beginnen oder dann um 21 Uhr aufzuhören. Ist das so bei dir? Beziehungsweise eben auch diese Flexibilität, aber dann eben, wie gesagt, auch über öffentliche Verkehrsmittel eben oder auch mit Fahrrädern oder wie auch immer die Gebäude zu erreichen. Ja. Und natürlich hängt es auch mit der Flexibilität der Flächen und der Arbeitsflächen zusammen. Und da wird die neue Generation sicherlich danach fragen, ob man eben auch genügend Treffpunkte hat, um sich auszutauschen. Ich frage dich mal als nett gemeint alten Hasen der Branche, der du ja bist. Erfahrener Mensch. Danke, hört sich besser an. Ja, ich bin so alt. Ja, stimmt. Das klingt wenig charmant, aber ich meine es charmant. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, sagen wir mal, vor gar nicht so weit zurück, 5 Jahren, vor welchen Herausforderungen stehst du aktuell, die du vor 5 Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hattest?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist das Thema Datenerfassung, Verbrauchsdatenerfassung, ist das Thema, was damit sicherlich zusammenhängt, dann was uns sehr stark berührt, ESG. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, Next Generation Office, wissen wir, wie es dann letztendlich aussehen soll oder muss. Da sind wir sicherlich noch nicht so weit. Also das gilt für den Bürosektor, für den Einzelhandelssektor müssen wir erstmal abwarten, wie sich dieser wieder entwickelt. Aber ich glaube, da gibt es schon echte gute Tendenzen, die auch sehr positive Tendenzen. Das sehen wir auch bei unserem Portfolio, insbesondere bei den Outlet-Centern. Im Wohnenbereich, denke ich mir, wird es sicherlich in Richtung größere Wohnungen gehen, aus meiner Sicht. Das wird sicherlich ein Trend sein. Ja, interessant. Ja. Man nimmt es, also ich nehme es immer umgekehrt wahr. Also ja. Wir verbrauchen zu, also was sucht die nächste Generation? Also weniger Quadratmeter pro Kopf, kleinere Flächen, ein bisschen reduzierter. Du glaubst, man wohnt großzügiger? Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen großzügiger sein kann, weil was die junge Generation in der Pandemie, in dem Lockdown festgestellt hat, ist, dass es sicherlich nicht schön ist, im Schlafzimmer dann zu arbeiten, vom Schlafzimmer aus zu arbeiten oder von der Küche aus zu arbeiten. Absolut. Deshalb glaube ich, dass da so ein gewisser Trend auch dahin geht. Aber das muss man sich natürlich in den Städten auch leisten können. Ja. Oder kompensiert man das nicht eher mit Shared Spaces, dass man sagt, man braucht also das, was man, also wieder Office und Lösungen, wie kann ich das outsourcen, auch wenn ich nicht ins Office gehe, aber größere Flächen, das muss finanziert sein oder gut, bezahlt sein. Da hast du sicherlich recht und ich glaube, das wird wieder möglicherweise dazu führen, dass sich viele Wohnungen möglicherweise oder Apartments teilen. Ja? Mhm. Das ist, könnte theoretisch sogar auch ein Trend sein. Mhm. Ja? Uli, ich habe jetzt mit vielen Investoren und Investorinnen sprechen dürfen die letzten 2 Tage. Jetzt frage ich mich, wie ist eigentlich der Wettbewerb unter euch? Groß. Ja, der Wettbewerb ist tatsächlich groß in jeglicher Hinsicht. Mhm. Deshalb versuchen wir ja immer auch, sag ich mal, andere Themen auch mal anzugehen. Ja? Mhm. Und von daher Alternativen zu sehen, um da möglicherweise nicht in dem kompletten Wettbewerb zu stehen. Aber natürlich stehen wir mit vielen anderen im Wettbewerb. Von daher hat sich nichts geändert. Wobei ich dazu sage, ich finde diesen Wettbewerb hervorragend. Inwiefern? Ja, weil der kreiert Belebt. Kreativität. Mhm. Absolut. Ja. Ja, und von daher find ich Wettbewerb immer sehr, sehr gut. Mhm. Und du sagtest heute auch, du sagtest eben Freunde und Geschäftspartner, das ist ja, wenn man sich den deutschen Markt jetzt anschaut, die Immobilienbranche, das ist ja wie so ein harter Kern an Menschen, der immer wieder zusammenkommt und und es ist eine überschaubare Branche eigentlich, oder? Grundsätzlich ja, man kennt sich. Ja, man kennt sich. Aber es kommt jetzt auch eine neue Generation. Ja, spannend. Ja, und ich glaube, das ist eines der möglicherweise alten Hasen, die Aufgabe der alten Hasen, vielleicht auch die neue Generation dazu aufzufordern, Netzwerke zu knüpfen und nicht nur lokale Netzwerke zu knüpfen, sondern auch internationale Netzwerke zu knüpfen. Und das wird sicherlich ein großes Thema, was auch wirklich unsere Aufgabe letztendlich dann ist. Ich hatte heute Morgen als ersten Gast hier den Jung Feng und er sagte, meine Gesprächspartner werden immer jünger. Furchtbar, gell? Ja, also natürlich, ja. Die nächste Generation ist lang schon so weit. Und, Wobei nochmal, Stefanie, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Ja? Meine Aufgabe ist tatsächlich jene, dass ich versuche, soweit auch die jungen Talente das wirklich aufnehmen möchten. Und das überlasse ich dann den jungen Talenten, eben ein bisschen Erfahrung auch dann weiterzugeben. Und das ist einfach die Aufgabe eines Managements oder eines Managers, dies eben entsprechend dann auch weiterzugeben. Genau, richtig. Das ist ein gutes Schlusswort. Und die Sache mit dem Wettbewerb ist ja offensichtlich ganz gut gelungen. Ja. Denn du bist ja schon lange im Geschäft und hast ja Mittel und Wege und die nötige Kreativität offensichtlich
immer dabei gehabt und auch entwickelt, denn sonst wärst du ja nicht da, wo du wärst. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir als Gesprächspartner. Ich bedanke mich auch bei allen, die sich die Zeit genommen haben, auch mal in den einen oder anderen Podcast reinzuhören, unseren Exporeal-Podcast. Das war ein Auftakt zu einer Serie, die ich sicherlich weiter mit und für JLL entwickle. Ich danke dir, Uli. Ja, tolle Idee. Und da bin ich mal gespannt, wie es ankommt. Ja, ich auch. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und bedanke mich. Okay. Tschüss. Tschüss.